Was geht ab, Leute? Dieses Video kommt für den einen oder anderen da draußen eventuell erwartet, für den anderen vielleicht komplett unerwartet. Das alleine zeigt eigentlich schon, dass ich nicht sehr viel Einfluss habe, wie Leute meine gesagten Worte aufnehmen. Ich bin mir dessen extremst bewusst. Aber vorweg, wieso, weshalb, warum überhaupt? Gestern habe ich ein Video hochgeladen, was etwa 42 Minuten lang ging. Darin habe ich versucht, die Wahrheit für mich bezüglich Genshin Impact zu thematisieren. Das war nicht ein Video, wo ich alles Negative zu Genshin Impact einfach nur mir von der Seele rede. Nein, meine Hauptintention war, mit diesem Thema weitestgehend abzuschließen und für mich einen Weg zu finden, weiter mit Genshin Impact Content zu machen. Und stopp, ab diesem Punkt alleine könnt ihr euch nicht vorstellen, was für verschiedene Meinungen es schon gibt bezüglich dem, was ich gesagt habe. Der eine wird sagen, boah, der macht das nur für Klicks und hier und sonst was, nur für das Geld. Weil er irgendwie was ganz anderes sieht, als was die Realität ist. Und der andere wird einfach denken so, boah, der arme Ray muss sich emotional mit irgendeinem Bullshit vielleicht rumschlagen, keine Ahnung. Wiederum andere werden einfach denken, hey, nice, wo ist Popcorn? Gib mir Drama. Alles ist irgendwo legitim, weil es ist die Sache, wie ihr sie wahrnehmt. Das kann ich nicht zu 100% beeinflussen. Ich kann einfach nur das tun, was mein Gewissen sagt. Das ist einfach das am besten repräsentiert, was ich wirklich fühle und denke. Und in diesem Video möchte ich genau weiterhin das versuchen. Ich möchte mich nicht von dem gestrigen Video distanzieren. Ich möchte auch nicht hier rumheulen oder sonst was sagen, oh Leute, die andere Meinung und sonst was haben. Überhaupt nicht. Ich möchte zum einen lernen, wie Social Media wirklich funktioniert für mich, weil ich finde es einfach nur wichtig, richtig zu verstehen, weil leider ist es nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber ich muss einfach das akzeptieren, das ist eine höhere Gewalt. So wie das Wetter. Wenn es draußen regnet, akzeptiere ich, dass es regnet. Aber das mache ich doch nur, damit ich selber es auch besser habe. Und im besten Falle kann ich euch damit auch was Gutes zurückgeben. Es ist wie gesagt nicht das erste Mal, dass ich das Ganze überhaupt thematisiere, also Genshin Impact und Sachen kritisiere. Aber ich habe eine Challenge für euch. Geht ruhig raus und sucht irgendwelche Kommentare, die nicht meiner Meinung waren, wo ich einfach komplett reingebasht habe. Weil ich bin eben nicht so. In den Videos sage ich auch explizit, Leute, wenn ihr andere Meinung seid und Spaß habt mit dem Spiel, dann ist es komplett fein. Und ich stehe auch dazu. Es ist nicht einfach eine Floskel. Das heißt, wenn jemand also kommentiert und sagt, ja, ich finde das voll doof, hier und da, das, ich habe gar keine Motivation, kriegt er ein Like von mir. Wenn jemand aber auch sagt, ey, ich sehe das komplett anders, ich habe Spaß mit Genshin Impact, kriegt er auch ein Like von mir. Einige kriegen aber keinen Like von mir. Das sind die Leute, die meine Person angreifen, anhand von Schlussfolgerungen, die falsch ja nicht sein können. Ja, natürlich sind es da so Sachen, so, ey, du bist voll klick, geil, hier und da und sonst was. Das ist absolute Minderheit, um Gottes Willen. Und ich mache das auch gar nicht in diese, guck mal, schaut mal, wie ich versuche, die ganze Zeit irgendwie erklären zu müssen, weil das mich echt belastet. Ich mache das nicht, um irgendwie Schutz von irgendjemandem, von meinen Zuschauern zu bekommen. Überhaupt gar nicht. Jetzt nochmal ganz konkret, ich mache das, um zu erfahren, wie man weiter mit Genshin Impact fortfahren kann. Vor allem ich mit meinem Content. Deswegen sage ich jetzt eine Sache nochmal. Ich weiß, ich wiederhole mich manchmal sehr oft, aber umso enttäuschender ist es, dass dann diese Message trotzdem nicht ankommt. Darum mache ich das jetzt noch ein einziges Mal mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Beispiel. Als ich zum Beispiel in einem Video angesprochen hatte, dass ich keinen Vorabzugang habe, wo ich Charaktere im Vorfeld schon mal testen kann, damit ich Guides machen kann und dass ich nicht der Einzige bin und auch dort erklärt habe, dass es meine Intention ist, da rumzuholen und sonst was. Ich habe nur erklärt, was Fakt ist. Fakt ist, ich habe keinen Vorabzugang. Fakt ist, andere Creator kriegen diesen Vorabzugang. Fakt ist, ich kriege ihn nicht, weil ich aus diesem Content-Creator-Programm ausgeschlossen bin. Fakt ist, ich bin aus diesem Content-Creator-Programm ausgeschlossen, weil ich das Spiel lautstark kritisiere. Und trotzdem, ich habe das, das ist schwarz auf weiß. Das ist hier schwarz. Es ist schwarz. Das ist hier die Farbe schwarz. Es ist nicht mal eine Farbe. Ja, schwarz ist keine Farbe. Guck mal, merkt ihr, es ist alles eine Auslegungssache. Aber das ist schwarz. Okay? Trotzdem kamen dann Leute um die Ecke und meinten, Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Und ich so, ja, was habe ich denn falsch verstanden? Nein, die Beta ist einfach nur voll, deswegen hast du keinen Zugang bekommen. Nein, 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 ich habe tatsächlich schon nachgefragt und habe eine Antwort bekommen von Hui Whatsapp. Ray. Ich glaube, du siehst das falsch. Aber ich sehe doch nur das, was Holyverse mir geschrieben hat. Das ist doch auch vollkommen, es ist doch auch in Ordnung. Ich nehme die Antwort auch so wahr, das ist akzeptiert. Ray! Ach, Ray. Du interpretierst da viel zu viel rein. Und ja, versteht mich nicht falsch. Das sind eventuell 10% von den Kommentaren, nicht mal, vielleicht 5%, die so sind. Aber die machen trotzdem was mit einem. Die machen wirklich was mit einem. Aber gut, das habe ich jetzt nochmal gestated. Ich kann das nicht sehr stark beeinflussen. Was kann ich beeinflussen? Wie geht man mit Genshin Impact? Ich habe jetzt nochmal ein bisschen recherchiert und so geguckt, wie der allgemeine Tonus ist. Ich habe Tenhas Channel noch gefunden gehabt, weil ich habe ja davon gesprochen, von MTech, von Tectone. Dann habe ich irgendwann noch von Tenten gesprochen, von Leuten, die einfach immer mit der
der Zeit aufgehört haben mit Genshin Impact, aus denselben Gründen wie ich. Aber die haben auch einen ganz anderen Content gehabt. Was vollkommen legitim ist, man kann so einen Content machen. Es war halt nicht meins, ich will halt meinen Content machen, ne? Der ist manchmal so ein bisschen eigen, aber es macht mir halt auch Spaß. Vor allem zum Beispiel macht mir extrem Spaß diese Serie, die ist jetzt eigentlich tatsächlich schon durch, bis Liyue, was eure Main-Charaktere über euch aussagen. Ich finde es einfach unterhaltsam, es ist toll. Aber ich habe halt weitergeguckt, wie gesagt. Und dann habe ich Tenna's Channel gefunden, wo er über die Patchnotes gesprochen hat oder im Developer's Talk dies und das. Und ich verlinke euch das Ganze mal, schaut euch einfach mal dann die Kommentare an live. Nicht nur das, was ich jetzt hier einblende. Nicht, dass ihr wieder denkt, irgendwie so, oh, das ist Cherrypicking oder sonst was. Nee, der Tonus ist allgemein recht bedrückend in solchen Sachen. Die Leute gehen natürlich kritisch daran. Das ist doch vollkommen okay. Es ist ein Video, wo man etwas thematisiert, was in einem Spiel auftauchen könnte, was man sich wünscht. Und was aber tatsächlich dann auch kommt. Also etwas Direktes, wo das Feedback behandelt wird von Homeverse. Natürlich schaut man auch kritisch darauf, wenn man sagt, ich persönlich hätte lieber gerne dies und jenes. Ne? Andere würden dann wieder sagen, nee, ich finde das toll, ach toll, freue ich mich über die Sachen, die da kommen, ich akzeptiere das. Andere schauen sich das und denken sich was gänzlich anderes und kommentieren gar nicht. Alles legitim, das ist halt die Natur auch dieses ganzen Videos. Aber es war dennoch eine sehr negative Stimmung irgendwie drin, obwohl das Video übertrieben positiv war. Nochmal, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass man verschiedene Meinungen hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Sachen differenziert betrachten, einen Diskurs schaffen. Das ist das, wofür ich stehe hier. Aber es ist interessant, dass auch langsam auch einige, weil dieses Thema, dazu komme ich jetzt gleich, so kompliziert ist, trotzdem einfach so merken, so, ja, aber du lässt doch keinen Diskurs zu. Und ich verstehe, woher das kommt tatsächlich. Erklär das mal, aus meiner Sicht. Ich verfolge auch andere Spiele. Vielleicht spielen einige von euch noch, sehe ich auch bei uns im Discord, ne? Valorant, League of Legends, irgendwelche Spiele, die halt so in Richtung Competition gehen. Ich bin halt so ein richtiger Tekken-Nerd. Ich liebe Tekken. Und ich folge The Main Man. Und er hat auch immer viele Videos, wo es halt um Tierlists geht. Und er spricht dann natürlich auch über seine Meinung, wie stark ein Charakter ist. Und ich bin nicht 100% seiner Meinung. Aber es ist noch nie passiert, dass ich jemals den Gedanken hatte und gesagt habe, ich werde ihn jetzt deabonnieren. Komisch, oder? Wenn ich ein Video zu Genshin Impact mache und meine Kritik äußere, ist das der Haupttonus von Leuten, die anderer Meinung sind und die das in einem Kommentar dann verfassen. Nee, ich gehe jetzt einfach weg. Ich gehe jetzt zu dem, der hat wenigstens was Positives dazu zu sagen. Was ist überhaupt das? Das ist einfach nur Emotionalität. Ich verstehe, woher das rührt. In den 42 Minuten habe ich eigentlich erklärt, woher das kommt. Und manchmal fand ich das übertriebens krass enttäuschend, als ich dann gelesen habe. Tut mir leid, nach Minute 11 habe ich aufgehört, weil du hast dies und jenes kritisiert, aber du hast gar nicht diese wichtigen Punkte und auch die Punkte erwähnt, woher das stammen könnte. Du hast nach Minute 11 aufgehört. Das Video geht 42 Minuten. Gespuckt. Verdammt. Und das Video geht 42 Minuten. Ich habe so oft erwähnt, warum das so ist. Ich habe erklärt, wieso ich das verstehe, dass es so ist. Und so weiter und so fort. Und das alles, ohne zu sagen, dass das schlecht ist. Ich habe sogar wortwörtlich gesagt, Hoyoverse ist voller Genies. Die Leute haben trotzdem gesehen, was sie sehen wollten, ab Minute 11 vielleicht aufgehört und so weiter und so fort. Merkt aber, was das halt mit mir macht. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was ich wie sage und das beeinflusst mich extremst. Das raubt mir Energie. Und ich weiß, dass es euch auch Energie raubt, wenn ich Genshin Impact kritisiere. Aber ich finde das super krass weird, weil ich das nicht nur bei mir beobachte, sondern überall. Wenn ich jetzt was Positives hochlade, dann kriege ich auch dort vermehrt, genauso wie bei negativen Sachen, Leute, vermehrt positives Feedback. Weil die Leute wollen eine positive Assoziation zu Genshin Impact haben. Und wenn ich sie euch gebe, dann kann ich tatsächlich der Held sein. Aber ich will auf Krampf euch das nicht nur geben, weil ich möchte die Sachen auch einfach ansprechen können. Das Problem ist, wenn wir die Sachen ansprechen, ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Patchnotes mir anschauen? Soll ich mir jetzt Fontaine anschauen und sagen, ui, es gibt tolle Animationen, oh, neue Charaktere? Wenn ich einfach weiß, es macht keinen Sinn, diese ganzen Charaktere zu pullen. Das ist halt meine Meinung dazu und ich möchte zu dieser Meinung stehen. Und ich weiß, dass richtig viele von euch das feiern, weil sie es ähnlich sehen. Aber ich möchte auch Content zu Genshin Impact machen. Unterhaltsamen und positiven Content. Aber das kann ich nur, wenn ich dieses Thema irgendwie abschließen kann. Versteht es wirklich? Bleiben wir bei dieser Tierlist-Sache und sonst was. Wenn ich jetzt über die Stärke eines Charakters spreche. War auch übrigens voll weird. Die Sachen kommen mir in den Kopf halt. Da meinte man so, hä, was war denn Sumeru so schlecht? Inazuma war schlecht. Weil da gab's Kokomi. Kokomi war doch schlecht. Das ist ein Genshin White Knight. Der verteidigt gerade Genshin Impact und sagt, Kokomi war schlecht. Guck mal, man kann es niemals jedem recht machen. Nicht mal den White Knights kann. Also den natürlich eigentlich sowieso nicht. Merkt dieses komplett voller Widersprüche. Und ich will selber nicht Teil eines Widerspruchs sein. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, merke ich, es ist aussichtslos. Tierlist-Sache nochmal. Entschuldigt die Abschweifungen. Tierlist-Sache. Jetzt kommt ein neuer Charakter und ich versuche ihn zu bewerten. Wie kann ich das Ganze bewerten, wenn ich außerhalb der Prämisse das mache und sage, boah, der Charakter ist stark, es lohnt sich also, den zu pullen. Wenn aber, ne, das ist jetzt außerhalb der Prämisse, wenn meine Prämisse doch eigentlich ist, es lohnt sich eigentlich niemanden zu pullen. Weil ihr braucht diese Charaktere nicht. Ihr braucht sie lediglich für den Abyss. Und
Und der Abyss ist nicht wirklich spielwert, in meinen persönlichen Augen. Weil wenn man dort richtige Challenges machen will, dann muss man ein Whale sein. Und ich möchte halt euch nicht sagen, pullt jeden Charakter, weil damit ihr irgendwelche random Challenges machen könnt in einem Abyss. Ich möchte euch das nicht wirklich sagen. In Tower of Fantasy zum Beispiel fällt mir das übertrieben leicht. Wenn jetzt ein neuer Charakter rauskommt, dann kann ich sagen, boah, der ist echt gut für ein Feuerteam, dies und jenes und sonst was, weil ich weiß, man kann Free-to-Play komplett ein Feuerteam erstellen und damit halt auch andere Leute carryen. Aber all diese ganzen Aspekte, Multiplayer, dies, das, all das fehlt und wie gesagt, ich muss doch innerhalb meiner Aussagenlogik bleiben. Und das fällt mir irgendwie super schwer und ich merke, dass es jedem schwer fällt, weil es ist einfach die Natur des Spiels. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle so super emotional sind. Dennoch, jetzt hier, bevor ich wieder 60, 70 Minuten rede, ne, meine Frage, ernst gemeinte Frage an euch. Wie würdet ihr euch das wünschen? Wie würdet ihr euch das wünschen, dass ich meinen Content weitermache? Aber ganz wichtig für mich, wie würdet ihr euch das wünschen, dass wir dieses Thema abhaken können? Ich möchte abhaken alles, was ich an Genshin Impact kritisiere, damit ich wenigstens weitermachen kann. Ich brauche Closure. Das ist super wichtig für mich. Ich bitte euch, falls ihr irgendeine Idee habt, lasst es mich gerne wissen. Aber ich sage auch ganz, ganz direkt, wirklich ganz direkt, weil ich das jetzt schon zum 1000. Mal erklärt habe, allein in diesem Video. Leute, ich kann wirklich zum Punkt kommen, aber es belastet mich wirklich im Kopf richtig krass, weil man kann bei einigen Leuten nicht zum Punkt kommen. Und ich habe einfach dieses unfassbare Bedürfnis, jedem alles erklären zu müssen, weil ich eigentlich nur Positivität ausstrahlen möchte. Aber ich merke, da muss man erstmal negative Punkte abhaken. Und ich merke, bei einigen geht's einfach nicht. Und ich verstehe voll und ganz, dass es bei anderen dann auch wirkt, bei denen, wo es eigentlich klappt, wenn ich dann die ganze Zeit so drumherum rede, blablabla mache, ne, dass sie dann auch verwirrt und so denken so, hä, ich check das jetzt nicht, warum hast du das wieder abgenommen und hier und sonst, verstehst du nicht dazu? Doch, Leute, ich stehe dazu. Zu allem, was ich gesagt habe, weil ganz ehrlich, schaut euch doch die Videos an. Viele sind Kritikvideos bezüglich Genshin Impact und die bleiben auch trotzdem da. Aber nochmal abschließend, wie können wir das Ganze abschließen? Wie können wir als Community das Ganze abschließen? Dass wir dann komplett nüchtern und ganz entspannt alle uns zum Beispiel Patchnotes angucken können. Ich meiner Meinung nach diese Patchnotes bewerten kann und sagen kann, ist ziemlich lame. Warum erhöhen sie den Cap von 1500, 1800 Artefakte? Wieso ändern sie nicht eher das Artefaktsystem? Warum gibt es nicht eher ein Loadout-System? Blablablu. Ohne dass irgendwelche Leute gleich mit einer Schrotflinte vor meiner Tür stehen und auch Leute sich sicher fühlen, das Gleiche zu kommentieren, wenn zum Beispiel ich etwas nicht gesagt habe, was euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, Loadout-System, Skip-Button, schön und gut, Ray, mir zum Beispiel fehlt es tatsächlich, dass sie das Versteckspiel wirklich permanent machen. Ich will das unbedingt haben. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht und ich bin sehr enttäuscht, dass sie das nicht machen. Mich zum Beispiel interessiert es gar nicht, aber ihr könnt auch das dann äußern, weil es ja nicht meine Meinung ist, eure Meinung, aber dass ihr auch keine Angst habt, weil das habe ich auch zigmal gelesen, dass Leute Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Und ich verstehe das. Ich habe es auch irgendwo. Aber ich will einen Abschluss finden. Endlich. Endlich will ich einen Abschluss finden. Und der Abschluss muss nicht sein, dann hör auf, Genshin Impact zu spielen. Der Beweis ist das, was ich gestern gemacht habe. Ich habe ein Video hochgeladen. Es gab ein paar wenige Leute, die gesagt haben, bin anderer Meinung. Dann gab es noch weniger Leute, die gesagt haben, bin anderer Meinung, greife jetzt Reagan persönlich an. Dann habe ich das Video runtergenommen, habe einen Post gemacht und habe richtig provokativ gesagt, bitte deabonniert doch den Kanal. Und ich habe in dem, wo ich dann gesagt habe, deabonniert den Kanal, wenn ihr anderer Meinung seid, habe ich eigentlich auch nochmal erklärt, dass es Feuer mit Feuer bekämpfen, das macht gar keinen Sinn. Ich stehe überhaupt nicht dafür ein. Ich wollte einfach nur mal testen, wie es dann halt ankommt. Und interessanterweise kam es bei den guten Leuten, möchte ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, ne, auch super schlecht an, weil die meinten, das ist weird. Weil ich habe genau in dem Moment das gemacht, was ich selbst kritisiert habe. Und das war ein Widerspruch. Und ich fand das gut. Weil das heißt, auch ich komme nicht durch, wenn ich widersprüchlich agiere. Aber ich will, dass das nicht mehr überhaupt Thema ist. Ich möchte Genshin Impact abhaken und, wie gesagt, weitermachen können mit Genshin Impact. Es muss nicht sein, ja, entweder ganz oder gar nicht. Nein, das ist nicht das, was ich akzeptieren möchte. Nee, nennt die Gründe, was auch immer ihr wollt. Ist mir vollkommen egal. Sag, oh, wie ein Klicker hier, weil dies und das. Oh, du willst Geld verdienen damit. Ja, okay, ja, okay. Also stimmt zwar nicht, aber ja, okay. Ja, alles, ja, okay. Interpretiert rein, warum auch immer. Ich möchte nur nicht aufhören mit Genshin Impact komplett. Ich möchte nur einen Abschluss finden für dieses Thema hier. Falls ihr mir da weiterhelfen könnt, wäre ich euch zutiefst dankbar. Aber ich glaube, dass das nicht nur mir was bringen würde, sondern tatsächlich der gesamten Genshin Impact Community. Weil dort ist wirklich Pui Pui immer am Dampfen und das muss nicht sein. Was auch nicht sein muss, ist, dass ich jetzt hier noch weiter mich emotional auslasse. Ich glaube, ich habe Sachen genug gesagt. Dankeschön vielmals fürs Zuhören, Leute. Wie immer, das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Alles andere ist komplett egal. Und wenn ihr euch hier wirklich unwohl fühlt und einfach merkt, mir zu emotional, ist das? Stress ist nicht gut, vor allem negativer Stress, ne? Dann tut eurer Gesundheit wirklich einen Gefallen und verfolgt diese Thematik jetzt erstmal wenigstens nicht, ne? Anhand der Thumbnails und so
sonst was. Ich benutze eigentlich sehr wenig Clickbait, in meinen Augen. Ist eigentlich ersichtlich, worum es geht. Dann schaut vielleicht nur die Videos, wo zum Beispiel es um Guides oder sonst was geht, ne? Einfach nur für eure persönliche mentale Gesundheit. Und für den Rest, ich freue mich definitiv, dass wir irgendwie so einen Abschluss finden können. Und Dankeschön, dass ihr überhaupt das alles mitmacht. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.